Hallo zusammen, heute zeige ich euch mal ganz schnell, wie man das Turkey Murloc Pad kriegt. Murlocs kann man nie genug haben. So, dazu müsst ihr erstmal nach Northrend, genauer gesagt in den Süden. Und wie ihr hier auf der Karte seht, genau da müsst ihr hin. Ich zeige nachher auch nochmal ganz genau auf der Karte mit Koordinaten, wo ihr hin müsst. Aber guckt euch mal dieses Gebäude an. Ganz einfach, hier müsst ihr ins Wasser, denn natürlich ist das Ganze unter Wasser, wie sich für einen Murloc wirklich gehört. So, jetzt einfach schnell abtauchen. Ich benutze jetzt nicht mehr meine Aquaform oder sowas, ist ja völlig irrelevant. Ihr habt sie nicht unbedingt und so seht ihr, wie es aussieht mit anderen Klassen. Wenn ihr vor diesem Turmgebäude seid und so schwimmt, wie ich das gerade zeige, dann seht ihr diese komischen Unterwasserpflanzen da. Wenn ihr die findet, habt ihr die Höhle schon gefunden. Schwimmt ihr da ein bisschen durch. Hoch. Und da finden wir uns in einer Höhle wieder. Was ihr seht, ein Altar. Und dahinter, da ist nichts. Ich glaube, das kann man nicht anklicken. Nee. Dahinter gibt es ein weißes Murloc-Ei. Das schnappen wir uns mal. So. Und das war's schon. Machen wir mal auf. Nicht wundern, dass kein Charakter nicht bis auf 110 hatte, bloß der war in der Nähe. Denn man muss ja nach Northrend. So. Jetzt haben wir also Turkey in unserer Kollektion. Turkey, Turkey. Genau. Den holen wir mal raus. Jetzt zeige ich euch den mal kurz. Wichtig ist hierbei zu sagen, der ist super einfach zu kriegen. Und wenn ihr so wie ich ziemliche Sammler von Pets seid, von Mounts und Pets, dann ist das ein super einfach mal eben kurz zu holender Gegenstand. Natürlich Battle.net Account Bound, das bedeutet, jeder eurer Charaktere hat das Ding ab jetzt. Und ja, warum sollte man nicht sich kurz die Zeit nehmen, um das Viechchen abzuholen? Wahrscheinlich haben die meisten von euch das auch schon, aber das war übrigens ein koreanisches Weihnachtspad. Das gab es nur in Korea zu Weihnachten, aber jetzt inzwischen gibt es das auch bei uns. Was heißt inzwischen? Inzwischen schon ja. Ich habe es bloß noch nicht geschafft, hinzugehen. Genau, in den nächsten Wochen wird es einiges geben von mir zu World of Warcraft, weil ich wieder angefangen habe. Und da geht es dann wirklich nur um Achievements, da geht es um Mounts, wie finde ich bestimmte Mounts, wie schaffe ich das, bestimmte Pets zu kriegen, die man so in der Welt finden kann. Genau, das kommt in nächster Zeit sehr viel häufiger. So, dann werde ich mal zum Eingang der Höhle gehen, damit ihr ganz genaue Cursor-Position kriegt. Damit, wenn ihr das dann nachher guckt, wenn sie es vielleicht auf der Karte irgendwie nicht findet, ist ja kein Thema. Auf jeden Fall, das sind die Ruinen, die Riplash Ruins. Ihr findet diesen Turm, den ich euch vorher gezeigt habe, taucht ab und dann geht ihr zu der Position, die ich jetzt zeige. Das ist vom Cursor her die 54, 55, 88, 4. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr abonniert. In dieser Zeit gibt es viel solchen kleinen Content, womit ihr euer WoW-Konto noch weiter aufwerten könnt. Bis bald!